Mit einem überzeugenden 4:1 Erfolg gegen RB Leipzig ist das Team von Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Dabei setzte der neue Cheftrainer Lucien Favre in seinem 4-3-3-System im Mittelfeld auf zwei neue Kräfte. Einer, der hingegen das Nachsehen hatte, war Mario Götze. Bereits vor dem Anpfiff hatte sich Sportdirektor Michael Zorc zu der neuen Kaderdichte geäußert. So erklärte der 56-Jährige gegenüber Sky, dass Götze zwar eine ordentliche Vorbereitung hingelegt habe, man aber über einen sehr breiten Kader mit sehr viel Qualität, gerade auch im offensiven Mittelfeld, verfüge. Dies habe natürlich zur Folge, dass Lucien Favre jede Woche eine schwere Entscheidung treffen muss. Es wird auch immer mal der eine oder andere prominente Name auf der Bank sitzen, so der erfahrene Funktionär. Zorc on Götze, he had a decent preseason, but we also have a very big squad, so good players will see themselves on the bench. August 2018 beim Spiel gegen die Bullen vertraute der neue Trainer der Borussen in der Mittelfeldzentrale auf die beiden Neuzugänge Axel Witzel und Thomas Delaney sowie Mahmoud Darouch. Shinji Kagawa hingegen hatte sogar nicht einmal den Sprung in den Spieltagskader gepackt und musste seinen Kollegen von der Tribüne aus zuschauen. Auch im weiteren Spielverlauf verzichtete der Schweizer Fußballlehrer darauf, Götze ein paar Einsatzminuten zu gönnen. Während Neuzugang Marius Wolf, Youngster Jadon Sancho und auch Rafael Guerreiro zumindest eingewechselt wurden, schmorte der 63-fache Nationalspieler über die komplette Spieldauer auf der Ersatzbank. Der hohe Sieg gegen die Sachsen gab dem neuen Übungsleiter zwar recht, dennoch könnte sich im Falle eines dauerhaften Götze-Verzichts eine Unwetterfront anbahnen.